Guten Morgen, guten Morgen, ich grüße euch. Wir starten in den Tag mit Vorfreude auf ein wundervolles Wetterchen. Heute wieder über 20 Grad und Sonnenschein und alles und so. Und Plan ist jetzt, wir fahren eben noch was holen, ein paar Kleinigkeiten. Und dann fahren wir nachher in einen Tierpark, der ist hier ganz in der Nähe, in ein Zoo. Nehme ich euch natürlich mit und zeige ich das mal ein bisschen. Eddie will auch raus. Ich hole ihn mal kurz raus. Eddie Hundesohn. Willst du auch raus, Homie? Hier ist aber nichts, ne? Die kann ich nicht auch mitnehmen. Wo kann ich wohl mitnehmen? Ach, wo seid ihr? Da seid ihr. Eddie auch mal rausholen. Ich bin ja erst heute Morgen zwei Runden mit dir gelaufen und heute Nacht eine Runde um eins. Das ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Beagle-Tier. Ein Bigolot. Jump out. Come in. Ja. Zack. So ist er. Jetzt muss ich sein Stühlchen wieder draußen hinmachen. Dann kann er da wieder chillen. Und das schöne Wetter genießen. Ist ja auch viel schöner draußen als drin. Das stimmt. Eddie, wo ist dein Knochen von gestern? Ich hab gestern Knochen gekriegt. Komm hier, mach ab. Morgen. Ich glaube, da ist ein Picknickpark. Ja, wir machen jetzt einen Ausflug zu dem Tarsus Doga Park. Der ist ein Tierpark. Da sind wir jetzt hingefahren. Und ich bin gespannt. War ein abenteuerlicher Weg. Auto ist zu. Dann gehen wir mal gucken, was uns da erwartet. Komm, haben jetzt 50 Tele gezahlt. Also für mich, Kinder waren frei. Da geh ruhig gucken. Guck mal, da sind noch mehr. Da kann man nichts sagen. Was hat ihr jetzt bezahlt? Ja. Ja. Für Erwachsene 50, für dann so mittelgroße Kinder 25 und die Kleinen sind frei. Ja. Zebras sind da hinten. Und hier sind Rentiere. Ein Red Deer. Meine Güte. Ich habe noch nie Zebra gesehen in echt. Oh, nie wirklich, doch, weiß ich nicht. Vielleicht als Kind. Nehmt ihr um. Hippokritis. Oh, guck mal. Oh, ich will da wälzen. Wälzi, wälzi, Livia. Evion kommt da raus. Feinstes Evion. Hallo, so, wir sind wieder zurück und trinken jetzt erstmal einen Chai und ich merke irgendwie, dass mir alle Knochen wehtun. Und die Mama hängt auch ein bisschen in die Seile. Oh, die Sonne hat Kraft, die Sonne gibt Lebensenergie zurück. Genau, lass uns erstmal gut gehen hier mit Kaffee und Chai. Wir freuen uns an dem. Oine Moi, oine Moi, de Boi, de Boi. So, Haube ist drauf. Ich soll sofort immer einen Schlüssel holen, obwohl Runde mitlaufen mit dem Hund. Das ging jetzt erstaunlicherweise wieder mal schnell. Zack. Aber so langsam ist man da ja geübt drin. Evet. So. Fertig ist der Drops. Kann der Regen kommen. So. Die sind jetzt alle zum Wasserfall. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier die Lampe repariert kriege.
Uns ist ja die Birne durch bei dem Lämpchen da oben. Habe ich jetzt alles schon mal freigelegt. Und die hat eine kleine Fassung, so wie ich das haben wollte, nur für 12 Volt, so ganz dünne Drahtdinger. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Fassung einfach mitgenommen. Und machen wir das einfach selber. Genau, dafür brauche ich meine Bohrmaschine, sehe ich gerade. Weil da kein Loch drin ist. Auf der geht es auch mit Messerchen. Schere, ich guck mal. Ja, und dann bastel ich uns die Lampe wieder neu. Irgendwas, ja, komme ich nicht durch. Muss mit der Bohrmaschine gleich machen. Irgendwas ist ja immer zu tun. Das geht ja gar nicht, ne? Genau. Jawohl. Humia, ist los. Hast du Rotziritis? Oder hast du etwa Hundegrippe, was ja sich keiner wünscht? Ne, muss ich rüber. Bohrmaschine holen. Das Kind ist da. Und mal das Kabel an. Ich wirklich hier. Von Apfel und Ei habe ich das bekommen. Unglaublich, wie billig das. Ich glaube, ich habe 20 Cent jetzt bezahlt für einen Meter. Wo ist denn jetzt meine Zange? Etty, hast du die genommen? Scheiße. Der Homie macht da immer Dummheiten mit mir. Ja, eigentlich hätte ich ja gar keinen Bock drauf jetzt, aber was wird zu machen? Ich bin dann immer auf froh, wenn der Kleidersatz dann fertig ist, ne? Genau. So. Jetzt passt das Loch nicht, ist zu klein. Ich gehe kaputt. Egal. Ich krieg das schon durchgewurstelt. Etty, hör auf, bitte. Ja, ich wurschtel mir das mal zurecht hier und dann zeige ich euch gleich, dass es geht. Oh, wir haben uns jetzt, haben wir noch gesündigt. Wir sind noch mal eben ganz spontan, weil wir alle Reste aufgefuttert haben, nach Burger King gefahren. Und haben dann für knapp 25 Euro feinsten, ungesunden Scheiß gekauft. Genau, haben wir jetzt noch für morgen ein bisschen was über. Ist unglaublich, man bezahlt wirklich für einen veganen Burger, so ein Whopper, Plant-Based Menü. Mit Cola und Pommes hier 185 Lira oder 195, 185 einzeln. Das sind ungefähr 5 Euro per kaputte. Ja, dann kann man sich das mal gönnen. Genau, so und jetzt dann Abend neigt sich dem Ende zu. Die Plan ist drauf, der Regen kann kommen. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Etty, runter da. Etty. Bis morgen mal. Tschüss.